Und dann war es soweit. Thomas Anders gibt seiner Claudia das Ja-Wort für den Modern Talking Star. Eigentlich heißt er ja Bernd Weidung, ist es bereits die zweite Ehe. Diesmal keine kirchliche Trauung, sondern eine Feier à la Hollywood. Meine Kollegen Tanja Schmidt, Susan Wollenhaupt und Ralf Hermersdorfer waren exklusiv für Sie dabei bei der Traumhochzeit des Jahres. Jetzt wird's ernst. Hoffentlich muss ich nicht heulen. Ach was. Wir sind beide sehr stark, ja? Ja. Okay. Genau. Gestern Nachmittag, Punkt 17 Uhr, auf der Stromburg. Claudia Hess schreitet mit ihrem Vater ins Hochzeitszelt. Ein glücklicher Thomas Anders wartet auf seine zukünftige Braut. Gleich ist es soweit. Der Modern Talking Star ist in wenigen Minuten verheiratet. Ich frage Sie, Frau Claudia Hess, ist es Ihr Wille, Ihr freier und unbeirrbarer Entschluss, mit dem hier anwesenden Herrn Bernd Weidung die Ehe einzugehen? Dann antworten Sie mir bitte mit Ja. Ja. Ich frage auch Sie, Herr Bernd Weidung, ist es ebenfalls Ihr Wille, Ihr freier und unbeirrbarer Entschluss, mit der hier anwesenden Frau Claudia Hess die Ehe einzugehen? Dann antworten auch Sie mir bitte mit Ja. Ja. Nachdem Sie nun beide, einzeln und nacheinander, meine Fragen mit Ja beantwortet haben, erkläre ich Sie Kraft Gesetzes und Kraft meines Amtes für nunmehr rechtmäßig verbundene Eheleute. Zum äußeren Zeichen Ihrer Verbundenheit darf ich Sie nun bitten, die Ringe zu tauschen. Siebten Himmel. Claudia und Thomas Weidung. Jetzt gehören sie auch offiziell zusammen. Für immer. Zu der Märchenhochzeit haben beide auch die passenden Ringe ausgewählt. Also, wie man unschlecht erkennen kann, habe ich mich ja für Gold entschieden. Und wir haben Thomas, unterschiedliche Ringe, ja. Wie man sehen kann. Also wir haben einfach beides mal ausprobiert. An ihm Gold, an mir Platin. Und wir haben eigentlich beide festgestellt, weder passt zu mir Platin, noch zu mir ihm Gold. Und dann haben wir uns gesagt, ein Ring ist schon eine Art von Verbundenheit. Den wollten wir in jedem Fall. Aber trotzdem soll es ja auch zu jedem passen. Das heißt, es soll ja sich auch nicht jeder dem anderen so sehr anpassen, dass er sich nicht mehr wohlfühlt. Und das ist eigentlich auch in den Ringen ganz schön ausgedrückt. Ja, deshalb haben wir uns für zwei unterschiedliche Ringe entschieden. Auch für die Eltern des Brautpaares ist das der schönste Tag in ihrem Leben. Ich freue mich und wünsche ihm alles Gute von ganzem Herzen, dass jetzt alles gut wird. In unserer Familie liegt beiderseitig Zwillinge vor. Wir können also vielleicht, dass mein Mann hier direkt auf einen Schlag zweifacher Ober wird, aber das ist alles noch in weiter Ferne. Und wir sind sehr, sehr glücklich, dass Sie beiden jetzt diesen wunderschönen Hochzeitstag heute haben. Nicht nur Claudias Bruder Andi möchte ein Erinnerungsfoto fürs Privatalbum. Auch Freunde der Familie, wie der Moderator Kai Pflaume, möchten einen Schnappschuss haben. Gute Laune pur.
Der Moderator gibt sich für sein Foto als Chauffeur des Brautpaares aus. Ich warte dann hier, ja? Sie rufen dann, wenn Sie fahren wollen, ja? Okay. Gut. Ich wünsche den beiden natürlich, dass für sie immer nur die Liebe zählt. Aber ich bin ja hier als das personifizierte gute Omen. Und es soll ja auch was bringen, wenn ich an Hochzeiten anwesend bin. Ich wünsche den beiden, dass sie so glücklich und erfolgreich in ihrer Beziehung werden, wie der Thomas mit Modern Talking als erfolgreichste Popband Europas im Beruf geworden ist. Sie passen gut zusammen. Also sie sind vom Typ her, ergänzen sich, glaube ich. Und ich kannte auch Thomas' erste Frau. Ich muss sagen, die war auch ganz nett, aber ich glaube, Claudia hat einen großen Fang gemacht. Auf der Stromburg wird nicht nur gefeiert. Für das Brautpaar wird extra die Turmsuite hergerichtet. 5-Sterne-Luxus auf 3 Etagen. Genau das richtige Ambiente für eine unvergessliche Hochzeitsnacht. Wenn die Hochzeit irgendwie bis um 3 oder um 4 oder um 4:30 geht, dann weiß ich nicht, ob beide denn noch irgendwie Lust auf eine Hochzeitsnacht haben. Also ich würde sagen, wir lassen einfach das mal so ein bisschen auf uns zukommen und vielleicht wird es dann ein Hochzeitsmorgen. Man weiß es nicht. Die Traumhochzeit mit einem Galadinner über 6 Gänge. Die frisch Vermählten genießen die schönen Stunden mit ihren 200 Gästen. Alle sind sich sicher, das Paar passt perfekt zusammen. Das ist ein Fisch und das ist ein Stier. Also ich glaube, Claudia ist der Stier und Thomas ist der Fisch. Ich glaube, das geht ganz gut, weil ich kenne also auch Frauen, die Stier sind und die sind sehr intuitiv. Und ich glaube, dass die Claudia so den Part übernimmt, den bei mir auch meine Frau hat. Sie bewahrt mich vor allen Fettnäpfchen. Und ich denke, dass auch die Claudia dafür verantwortlich ist, dass Thomas vielleicht unterm Tisch manchmal blaue Flecken am Knie hat. Thomas ist stolz auf sein großes Fest. Und natürlich gehört zu dem Gala-Dinner auch standesgemäß eine Hochzeitstorte. Punkt Mitternacht präsentierte Promikoch Johann Lafer das 1 Meter hohe Prachtstück. Und natürlich lässt es sich der Modern Talking Star nicht nehmen, seiner Braut ein Hochzeitsständchen zu singen. Für alle Gäste der romantischste Moment des gestrigen Abends, der Tanz des Brautpaares. Der krönende Abschluss einer traumhaften Hochzeit.